Vorteil, Littbarski. Eigentor, Eigentor. Nein, jetzt Rudi Völler. Ja, der Bremer Nationalstürmer hat da natürlich keine Mühe mehr gehabt. Ich für die Albaner in dieser Situation ganz gewiss. Der Ball wurde abgefälscht, der Torhüter hatte schon die Linie verlassen, versuchte dann noch alles zu retten, aber Rudi Völler behielt auch die Nerven und aus etwa 1 bis 2 Metern drückte er dann den Ball über die Linie. 1:0 für die deutsche Mannschaft in der 54. Minute. Guter Einsatz von Rummenigge. Engels, er ist doch schnell. Ja, 11 Meter. Ja, den kann man geben. Sicherlich eine harte Entscheidung. Stefan Engels hatte sich den Ball in den Strafraum vorgelegt, wurde hart bedrängt, kam zu Foul. Und Schiedsrichter Menegalli, der doch etwa 20, 25 Meter vom Tatort entfernt war, hat sofort auf Strafstoß entschieden. Strafstoß in der 65. Minute und ausführen wird Karl-Heinz Rummenigge. Torhüter Muster versucht da noch einmal den Schützen zu irritieren, zu verunsichern. Und jetzt könnte natürlich die Entscheidung in dieser Partie fallen. Rummenigge gegen Muster. Und 2:0. Keine Chance für den albanischen Torhüter. Gar nicht einmal platziert der Schuss. Aber Torhüter Muster in die falsche Ecke geschickt und damit 2:0 in der 67. Minute. Torschütze Karl-Heinz Rummenigge. Ja, der Linienrichter hat es zwar nicht erzeigt, aber der Schiedsrichter hat sofort entschieden. Elfmeter für Albanien. 10 Minuten vor dem Abpfiff. Ich habe es nicht genau gesehen, wer den Ball da mit dem Arm gespielt hat. Auf jeden Fall die Entscheidung steht. Und, jawohl, Zweitball. Torschütze Targay. Er war auch schon bei den beiden Länderspielen 19.